Wir sind heute in Phoenix, Arizona in den USA und ich dachte eigentlich, das werden wunderschöne 3 Tage für mich. Ich werde rumfahren, hier sind diese riesen Kakteen in der Wüste, BMW hat extra eine Straße absperren lassen. Hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Was erzähle ich euch heute? Wir haben dabei den BMW X5 M Competition. Und warum war das doch alles nicht so wie geplant? Ich wurde krank, war 2 Tage lang hier mit einem Höllenexorzismus in meinem Bungalow hier im Hotel eingesperrt, konnte nur 2 Stunden fahren, habe dann beschlossen, okay, bevor ich die Sitze noch brauner mache, wie sie eh schon sind, breche ich dieses Projekt ab. Und jetzt ganz kurz, bevor ich hier die USA verlasse, will ich euch dieses wunderschöne Auto doch nochmal vorstellen, denn mir geht's wieder gut und ich habe ein bisschen Zeit. Und deswegen hoffe ich, dass ihr entschuldigt, dass wir das ein bisschen handgeschnitzter machen als sonst. Ihr findet uns übrigens auf www.derautotester.de, auf Instagram, Facebook, YouTube, habt uns gefunden, abonniert das alles, macht die Glocke an, macht mich zu einem glücklichen Mann, belohnt meinen Einsatz. Ja, und bevor es jetzt losgeht mit der Optik, will ich euch so ein bisschen was zur Einordnung und zur Geschichte vom X5 M oder X5 M Competition erzählen. Erstmal, im Gegensatz zum X6 gibt es den X5 als reine M-Variante, um als M-Competition-Variante mit 600 und 625 PS. Die sieht ein bisschen anders aus optisch und hat einen anderen Auspuff, aber dazu kommen wir später. Ja, und 2019 war dann so das Jahr von den M-Modellen, was kam, X3, X4 M, der M2 CS kam, die 8er-Modelle mit dem Coupé, dem Grand Coupé und dem Cabrio als M-Varianten. Und dann denkt man so, ja, die ganze Welt spricht über Elektroantriebe und große Elektro-SUVs wie den Jaguar I-Pace, wie den Audi e-tron und was weiß ich, was da noch alles kommen soll. Ja, aber die Automobilindustrie, die macht das zwar alles, aber was sie wirklich stark verkaufen, sind solche Performance-SUVs. Schon ein bisschen verrückt, ne? Und wenn ihr mir nicht glaubt, ja, dann hört jetzt einfach mal hin. Den Touareg, den haben wir mit dem V8 TDI, der kommt jetzt neu als R. Der hat dann zwar einen Hybridantrieb, aber auch mächtig viel Leistung. Alle Autos im VW-Konzern stehen übrigens auf einer Plattform. Hier ist die neue CLA R-Plattform bei BMW. Dann haben wir den Audi SQ7. Ein RS-Modell gibt es übrigens nur beim Q8 aktuell. Dann haben wir Lamborghini Urus zum Beispiel, ein Bentley Bentayga, wir haben Range Rover Velar, Sport, wir haben Mercedes GLE. Und interessant ist, hier haben wir im Vergleich zum X6 eben nicht ein Coupé-Dach hinten, was aus meiner Sicht bei einem SUV sowieso halt optisch schön ist. Aber viel Sinn ergibt es halt irgendwie nicht. Und den X5 gibt es seit Ende 1999, inzwischen jetzt hier in 4. Generation. Die war letztes Jahr auch neu und jetzt kommt eben die M-Version neu. Hier steht die Competition-Version. Und jetzt fangen wir einfach mal an, euch die Optik zu erklären. Weiß ist eine gute Farbe, um die M-Competition-Variante zu erklären, denn die M-Competition und M-Varianten sind hier schwarz. Erstmal haben wir hier den Grill vorne mit schwarzen Streben aufrecht. Sehr offen, technisches Element, M-Zeichen hier vorne drauf. Und wenn man dann bei BMW über die Niere spricht,
anspricht, gab es gerade beim X7 ganz viele Hater, die gesagt haben, die Niere wird immer größer. Andere haben gesagt, die Niere wächst mit ihren Aufgaben. Wenn man hier in den USA rumfährt mit den ganzen Ford-Pickups, fällt die Niere überhaupt nicht auf. Ich weiß nicht, was ihr habt. Und was macht man dann bei so einer absoluten Sportvariante in dem ganzen Automobilsektor? Ja, die Lufteinlässe hier unten an der Seite richtig groß, schwarz hier in der Competition-Variante, hier eine kleine Lippe in schwarz, hier vorne weiß, hier ist die Kamera für vorne, BMW-Logo drauf, und für was ist BMW inzwischen berühmt? Das Laserlicht kostet ein bisschen was über 2000 Euro nochmal extra, hat hier diese Matrix-schwertmäßigen Elemente in blau drin, sehr, sehr schön. Und wenn wir jetzt zur Seite gehen, geht es natürlich darum, ja, was hat dieses Auto für ein Fahrwerk? Wie ist angetrieben? Natürlich mit Allradantrieb. Und erstmal sprechen wir vielleicht über die Felgen. 21 Zoll Felgen vorne, 395 mm Bremsdurchmesser haben wir hier drauf, während es hinten 380 sind. Und vorne sind es 21 Zoll Felgen, hinten 22. Die Competition-Variante hat serienmäßig hinten immer schon 22, während die normale M-Variante nur 21 Zoll hat, was eh schon ein bisschen bekloppt ist. Und das sind wirklich echte Monster-Truck- oder Traktorenfelgen. Und dann, was haben wir hier drin noch? Wir haben adaptive Dämpfer, elektronisch geregelt. Das heißt, wir können den Härtegrad verstellen. Wir haben eine Wankstabilisierung. Wir haben keine Allradlenkung. BMW verspricht, dass wir einen hecklastig angetriebenen Allradantrieb haben. Was Interessantes da drin, denn naja, beim M5 zum Beispiel haben wir einen reinen Heckantriebsmodus, den haben wir hier nicht, aber kurzzeitig sollen wir 100% bis zu 100% der Kraft nach hinten und bis zu 100% der Kraft nach vorne bekommen. Kommen wir also wieder zu den optischen Elementen. Hier ist so ja eine schwarze Kieme, die sehr schön ist. Dann haben wir schwarze Spiegelkappen hier, in den USA immer Vergrößerungsspiegel. Hier haben wir eine schwarze Dachreling, hinten abgedunkelte Scheiben, ist ja ein böses Auto. Ich setze mich mal schnell noch auf die Rückbank, weil es halt eben dazugehört. Ja, und das sieht man halt. Wir haben hier das Panoramadach drin, kostet auch extra. Und im Vergleich zum X6 habe ich halt deutlich mehr Platz über eine Faust zum Himmel. Ist übrigens ein schwarzer Himmel hier drin. Wenn ihr euch mal die Tür anschaut mit diesem Braun, mit der Bauer Wilkinson Anlage, mit diesen ja, Ziernähten hier, mit dem Carbon-Element hier, ist das schon richtig gelungen. Ich steige jetzt mal aus und ihr schaut euch vielleicht mal die Rückbank so an, mit den schwarzen Sitzen hier, mit dem Anschnaller dann im M-Look, ist schon sehr, sehr geil, muss ich euch ehrlich sagen. So, und jetzt machen wir die Tür einfach mal zu und kommen vielleicht so ein bisschen ja, zur Schokoladenseite von BMW inzwischen. Wir haben Dachkantenspoiler hier oben, sehr schick. Hinten abgedunkelte Scheiben, hier so ein schwarzes Zwischenelement, riesige LED-Rückleuchten, soll ein bisschen für den chinesischen Markt sein, stehen die Chinesen drauf. X5 M Competition steht hier drauf, und ja, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, dann, achso, eine Sache gehört noch dazu, nämlich der Koffertraum. Und da ist es natürlich ein X5. Und was macht den seit jeher aus? Eben diese zweigeteilte Klappe. Ist cool, wenn man Angler ist oder einfach nur Parkplatzposer, kann man sich hier drinnen hinten draufsetzen. Praktisch ist auch, um Gepäck da reinzubekommen. Ja, und wenn man dann hier zumacht, sieht man halt sehr praktisch. Die Größen lest ihr bitte dann in der Beschreibung nach oder schaut es euch bei meinem X5 Review an. Aber euch interessiert doch viel mehr, und ich kenne euch doch, ja, was ist hier hinten? Erstmal Diffusoren, die Blende drüber in schwarz, heißt M-Competition-Variante. Schwarze Auspuff-Endrohre in schwarz, 100 mm Durchmesser. Heißt Sportauspuffanlage, die ist serienmäßig bei der Competition-Variante. Ihr wartet jetzt mal da, ich spring rein, schmeiße euch das Auto an und es gibt ganz schön was auf die Ohren jetzt. Und Sound getaugt? Wenn ja, dann wäre es vielleicht jetzt an der Zeit, dass wir uns vorne vielleicht mal einen Motor anschauen
und ich werde euch so ein bisschen was über die Leistungsdaten erzählen. Ja, erstmal schaut es euch an. Hier ist ein BMW, das heißt, die Klappe geht schön solide auf. Wir haben hier einen richtig schönen 8-Zylinder BMW M-Power hier vorne nochmal schön extra verkleidet. Und dann wiegt dieses Auto etwa 2,3 Tonnen. Und naja, wenn ich euch dann vielleicht so beschreiben sollte, wie ist denn das? Wie beschleunigt der auf 100? Die normale M-Variante, die es ja beim X5 gibt, in 3,9 Sekunden mit 600 PS. Die M-Competition-Variante mit 625 PS beschleunigt dann in 3,8 Sekunden auf 100. Und das sind 25 PS mehr als beim Vorgänger, beziehungsweise 50 bei der M-Competition-Variante und etwa 0,4 Sekunden schneller, muss ich euch sagen. Aber wartet mal, kleine Gedenkpause. 3,8 Sekunden bei so einem Schiff auf 100, ist das nicht verrückt? Ja, ist es. 4,4 Liter Motor hier drin, 8-Gang Automatik von ZF, Allradantrieb ist richtig gut, der Normverbrauch liegt irgendwo unter 13 Liter und die haben wir halt auch wirklich geschafft, was Gutes. Und naja, ich könnte jetzt ewig ein Loblied auf diesen Motor singen, erzählen, wie toll er ist, aber das wisst ihr wahrscheinlich spätestens seit dem M5, muss man nicht extra erwähnen. Und ich würde sagen, solange man noch solche Autos mit solchen Motoren kaufen kann und ihr es euch vielleicht leisten könnt oder zumindest das Leasing, dann macht das doch einfach und lasst euch von diesen ganzen Grünen nicht ärgern. Oder eben doch. Das ist dann eure Entscheidung und die will ich euch nicht abnehmen. Was wir jetzt machen, ist uns mal den Innenraum anschauen. Kommt rein. Ich mache hier die Zündung an und erstmal zeige ich euch einen Schlüssel. So sieht er aus hier. Und dann kann ich euch schön zeigen, was ist hardwaremäßig X5 M Competition. Erstmal hier die Sportsitze. Mega geile Sitze. Ist wie beim X5 nur umgedreht von der Farbgebung hier. Integrierte Kopfstütze. Anschnaller wieder mit M-Logo, hier Schulterpads integriert, braun in, schöne Steppung, hier X5 drin. Was man sagen muss hier, das ist ein bisschen hart im Kopf, erinnert so ein bisschen an Fiat 500 oder Fiat 500X, muss man mögen, aber zeigt halt auch, hey, BMW macht da nicht viele Kompromisse bei diesem Auto. Dann haben wir hier Carbon-Zierelement hier vorne in der Tür auch drin, seht ihr schön, hier oben Leder, hier unten Lederbezug, in der Mittelkonsole Carbon, hier haben wir schön Platz, da vorne bekommen wir dann zweimal was zum Trinken rein, in der Tür bekommen wir es auch rein, ja, und dann haben wir hier das M-Lenkrad in der Hand, schön fleischig, wie man das von BMW kennt, M steht hier unten drauf, schön mit den M-Farben, Rot und Blau hier als Zierelement, und dann mache ich euch dieses Auto mal an. Macht die Auspuffanlage aus, damit ihr mich auch ein bisschen versteht. Ja, und was haben wir dann hier? 12,3 Zoll großes Infotainment hier. 12,3 Zoll großes digitales Kombi und ein Head-Up-Display. Das habe ich euch alles in den anderen Reviews schon beschrieben. Vielleicht noch interessant, schwarzer Himmel hier in der M-Variante. Hier haben wir das Panoramadach drin. Und was kann ich euch dann noch zeigen? M-spezifisch ist M1, M2 hier vorne. Heißt, wir haben so einen Short-Wahl-Knopf hier vorne, sieht man schön. Dann für die Einstellung von unserem Fahrzeug M1 und M2 kann man dann zum einen mal komfortabel, zum anderen sportlich einstellen. Was heißt das aber? Ja, wir haben hier nochmal Road Sport Track oder hier, also eine Voreinstellung im Setup, nochmal die Möglichkeit, alles einzeln abzustimmen. Was können wir machen? Ansprechverhalten vom Motor, von Effizient hin zu Sport Plus. Die Dämpfung von Komfort, Sport zu Sport Plus. Die Lenkung von Komfort zu Sport und die Bremsen von Komfort zu Sport. Und das ist neu bei diesem Auto übrigens, denn ja, wir haben hier Bremsen, die zweifach einstellbar sind. Das heißt, wir haben ein Fahrgefühl, was leichteres oder stärkeres Bremsen zulässt. Denn X-Drive Allradantrieb können wir einstellen. Wir haben hier einen Knopf für die Auspuffanlage, die Sportauspuffanlage, eine Bergabfahrhilfe. Das ESC können wir hier ausmachen und wir haben eine Rückfahrkamera, was auch schön ist, eine 360-Grad-Kamera mit Kameras unter den Spiegeln vorne und nach hinten. Richtig gelungen. Und dann haben wir hier, ich spiele es jetzt mal kurz durch, K
Und da haben wir das M-Menü. Das heißt, die Konfiguration für M1 haben wir hier. Da kann man das DSC eben auch noch einstellen. Die Bremsen, Start, Stopp, den Sound, ihr seht das alles. Oder die Transmission, also die Schaltung. Head-Up-Display und das Instrumenten-Panel können wir hier auch einstellen. Das ist schon sehr, sehr geil. Auch so ein bisschen was für Tech-Freaks. Media haben wir mit Apple-Kabel, Android-Auto. Map haben wir. Hier haben wir eben die Verbindung. Und das ist ganz schön, denn wir haben hier ein Touch-System, was wir hier steuern kann, oder das iDrive-System, heißt, steht man in diesem Auto irgendwo, wird man das touchmäßig steuern, ist man hier eben unterwegs, dann wird man es hier steuern, weil die Aufmerksamkeit auf den Fahrer gerichtet ist. Wir haben hier schön ein M-Gangwahlhebel, was sehr gut ist, Schaltpedal am Lenkrad, klingt alles ziemlich gut, aber ich glaube, was noch besser wäre, wäre, wenn ihr mal reinkommen würdet und wir dann zusammen ein Stück losfahren. Kommt mit! So, kommen wir also zu meiner Lieblingssequenz, nämlich dem Fahren. Und das Auto geht hier an diesem feurig-roten, bösen Start-Stopp-Knopf an. Und jetzt schalte ich mal den M-Modus und mache die Auspuffanlage an. Bin mal ruhig zur Abwechslung und gebe ein bisschen Gas. Und es klingt jetzt hier drin gar nicht so beeindruckend, weil dieses Auto gut gedämmt ist. Aber wenn man sich hier hinten mal ein bisschen in Phoenix umschaut, dann ist gerade die ein oder andere Oma umgefallen oder ihr Toupet vom Kopf, weil dieses Auto richtig scheiß laut ist. Und wenn wir jetzt losfahren, dann denkt man so, okay, es ist keine Allradlenkung hier drin. Interessant, was haben wir denn an Fahrwerkstechnik und ja, Technik hier drin, dass dieses Auto gut auf der Straße liegt. Und dann denkt man so, ja, gar nicht so viel. Wir haben hier natürlich die Lenkung ein bisschen M-spezifisch abgestimmt. Und wenn man so Kurven fährt, dann merkt man, Alter, dieser Wankausgleich, den BMW hier baut, der ist richtig gut. Und jetzt fährt man hier über so einen Huppel und merkt so, in dem M-Modus, und jetzt schalten wir mal auf den bösen M1-Modus hier. Ja, BMW meint es eben nicht nur, was die Härte der Sitze angeht, sondern auch den Härtegrad der Dämpfung. Relativ ernst mit Sportwagen. Das ist hier ein richtiger Sportwagen. Und fährt man jetzt hier auch mal ein bisschen schneller in eine Kurve, dann merkt man, Alter, der klingt nicht nur scheißgeil, sondern der liegt auch richtig gut auf der Straße. Und viele von euch werden jetzt sagen, gerade die Sportwagen-Freaks, so, hey Jan, ganz im Ernst jetzt mal, das geht doch nicht. Wie soll denn ein 2,3-Tonnen-Koloss gut auf der Straße liegen? Würde ich sagen, habt da recht, wenn ihr dieses Auto nicht gefahren habt. Denn ich hätte auch gesagt, das geht nicht, bevor ich den hier gefahren habe. Aber es ist so, der beschleunigt gefühlt schneller als die meisten Porsche, normal motorisierten Porsche 911er auf 100. Der liegt gefühlt ähnlich gut auf der Straße und das ist für so kleine Tech-Nerds bzw. Car-Freaks wie mich, die irgendwie schon Benzin mit der Muttermilch aufgesogen haben, richtig gut. Und wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen beschleunige, wir sind ja in den USA, da muss man eben immer ein bisschen aufpassen, dann merkt er schon, Alter, der klingt nicht nur geil, und jetzt beschleunige ich mal kurz, sondern da geht auch richtig was. 3,8 Sekunden auf 100 ist ein Versprechen und ist wirklich groß. Das macht sehr viel Spaß. Und dann können wir hier an den Gangwahlhebeln hier vorne am Lenkrad eingreifen, was Gutes. Und wenn BMW sagt, okay, dieses Auto hier ist hecklastig abgestimmt, dann ist das auch wirklich krass, denn, naja, ich war ja schon ein bisschen damit unterwegs und auch wenn ich ja ein bisschen krank bin, ist es so, ja, dieses Auto lässt Driftwinkel zu, lässt sich aber gleichzeitig auch wieder richtig gut einfangen, was ein Genuss ist, Freunde. Und nicht nur aus meiner Sicht, sondern das haben ja auch die anderen bestätigt. Ist jetzt nicht so, dass ich so viel Bestätigung immer brauche in meinem Leben. Aber hier auch die Lenkung sehr direkt. Man könnte natürlich bei der Bremse Angst haben, dass die so ein bisschen synthetisch wirkt. Und das stimmt auch. Im ersten Moment wirkt die Bremse synthetisch. Das muss ja auch so sein, wenn wir zwei unterschiedliche Modi haben. Aber das Lenkrad hier liegt echt, ja, griffig in der Hand. Und dieses Auto, wenn ich nicht hier so hoch sitzen würde, würde ich tatsächlich denken, ich bin im Sportwagen. Ich fahre hier bewusst mit euch auf dem Parkplatz rum. Nicht, dass ihr denkt, ich bin irgendwie komisch oder so, aber es ist hier Feierabendverkehr in den USA. Und probiert mal hier draußen mit so einem Auto dann rumzufahren. Ich glaube, wir würden auf jeden Fall verhaftet werden. Was allerdings schön ist, okay, dass dieses Auto brechhart sein kann, sagt man das so, ja. Das habt ihr jetzt gemerkt. Aber wenn wir jetzt mal
den M1-Modus machen, beziehungsweise hier im Setup dann alles auf Komfort stellen, ja, dann ist auf einmal die Lenkung viel indirekter, dann ist das Auto leiser, dann ist es weicher gedämmt. Ja, dann sind die Schaltzeiten anders und dann kann man auch einen Verbrauch von 13 Litern hier drin realisieren und kann dieses Auto auch im Alltag fahren. Vor allem was Schönes, wenn wir dann hier drin ja zum Beispiel mal den Abstandsregeltempomat und den Spurhalteassistent anmachen, dann sieht man da vorne schön, wenn ein Auto rechts oder links überholt, wird es hier vorne drin angezeigt. Das heißt, dieses Auto, das überholt, kommt dann von rechts oder von links reingefahren. Wir haben eben Abstandsregeltempomat, Spurhalteassistent, Schildererkennung, toter Winkelwarner. Also alles, um teilautonom Level 2 unterwegs zu sein. Und da braucht man eigentlich auf der Autobahn nicht mehr wach sein. Kann man schlafen, muss hier ein Steak reinhängen oder eine Wasserflasche. Und dann ist alles gut. Aber ich bin ja nicht bekannt hier fürs zurückhaltende Fahren. Mach wieder den M-Modus rein, kann hier an den Pedalen schalten und habe halt irgendwie ein SUV, bin sicher hoch unterwegs mit einem Panzer und gleichzeitig einen Sportwagen. Das ist schon echt verrückt, Freunde, was technisch mittlerweile möglich ist. Selbst ein Launch Control Start geht hier drin. Aber ehrlich gesagt, ich habe hier keine Rennstrecke, traue mich nicht, den zu machen, weil die Cops würden mich dann wahrscheinlich hier verhaften, weil der geht dann mit durchdrehenden Reifen nach vorne weg und macht einen Lärm, als hätte irgendwie ein Rasenmäher einen Hund gefressen. Das will man eigentlich jetzt nicht zeigen, wenn man nicht auf einer Rennstrecke ist. Ich weiß, euch würde es interessieren, geht leider nicht. Aber was jetzt am Schluss kommt, ist natürlich das Fazit. Und euch interessiert ja, Alter, okay, Jan, du hast mir jetzt echt Bock auf dieses Auto gemacht. Kann ich mir es leisten? Ja, weiß ich nicht halt, wie viel Taschengeld ihr gespart habt, aber ich kann euch so viel sagen, vermutlich nicht, ne? Denn ist zwar ein bisschen billiger hier der X5 als der X6, der beginnt bei etwa 128 als normaler M und als Competition ist er bei 141.000, aber da muss halt eine alte Frau ziemlich lange für nicht, sondern eben stricken. Ihr wisst, was ich meine, das ist mehr als ich hab, aber es gibt interessanterweise halt auch sehr viel im Wettbewerbsumfeld. Ich habe es euch eingangs aufgezählt. Und wenn ihr mal ganz genau hinschaut, was die PS-Zahlen angeht bei den Wettbewerbern und auch sonst alles, da ist es halt so, dass der BMW X5 M eigentlich noch eine relativ preiswerte Variante ist. Auch wenn das jetzt total verrückt ist, schaut euch die Preise der anderen an. Aber es ist halt nun mal so. Für mich ist es beeindruckend, denn dieses Auto ist einfach so eine eierlegende Wollmilchsau, wie man heutzutage sagt. So, das war's jetzt vom Review, bevor ich mich noch häufiger verspreche. Ihr merkt, ich bin immer noch angeschlagen, wollte euch das Auto unbedingt trotzdem zeigen und nicht nur hier in meinem Bungalow so einen Exorzismus durchmachen. Ihr findet uns von www.derautotester.de auf www.derautotester.de, auf Instagram, Facebook, auf YouTube habt ihr uns gefunden. Macht die Glocke an, abonniert das alles, macht mich glücklich. Ja, und dann fahre ich jetzt zurück, bevor die Cops kommen, hoffentlich. Und bis bald, Freunde.